Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 23.12.2020. Einen Tag vor Weihnachten mache ich mein tägliches Video und möchte euch dabei etwas von mir erzählen. Heute war Mittwoch. Es ist nochmal Mittwoch, es ist 18.16 Uhr. Heute war die Volkshilfe da, Fischer Sonja, die nicht so weihnachtsfanatisch ist wie ich, sondern eher negativ Weihnachten gegenüber eingestellt ist. Und ich wollte sie positiv stimmen, aber das ist mir in der kurzen Zeit nicht gelungen. Ich finde es sehr schade, wenn Leute nicht positiv an Weihnachten denken. Aber es gibt natürlich viele Leute, also, naja, Sonja ist nicht alleine, sie hat Familie, aber es gibt viele Leute, die zu Weihnachten alleine sind und niemanden haben. Und das ist natürlich sehr traurig. Oder auch Obdachlose, die kein Dach über dem Kopf haben, um nichts Warmes zu essen und kein Geschenk bekommen. Und auch Waisenkinder, die in Heimen leben. Die bekommen vielleicht ein Geschenk, aber haben auch keine Familie. Ich bin sehr froh, dass ich mit einer Familie gesegnet wurde, die immer auf mich aufpasst und sich gut um mich kümmert und die mich auch beschenkt, denen ich auch Geschenke machen kann. Und dass ich ein Dach über dem Kopf habe und jeden Tag mindestens 3 Mahlzeiten. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe heute kurz mit Kerstin telefoniert. Sie ist da eher schon in Weihnachtsstimmung. Sie hat noch im Verhältnis zu mir relativ kleine Kinder, die sich natürlich auch auf Weihnachten freuen. Ich glaube, diese Freude steckt auch an. Und ich habe gestern mit Christoph telefoniert. Oder am Montag. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube am Montag. Und am Montag habe ich mit ihm telefoniert. Und der freut sich auch auf Weihnachten. Auch wenn seine Kinder nur mehr Geld bekommen und keine Wünsche mehr äußern. Mein Vater mag das auch nicht, Geld zu verschenken, sondern er wünscht sich für uns hier, für jeden von uns, ein Paket unterm Christbaum. Aber teilweise wird halt Gutscheine oder so trotzdem verschenkt, weil oft einfach man sich die Dinge selbst kauft, die man braucht und die Dinge, die man haben will, auch. Und dann weiß man nicht, was man sich wünschen soll. Aber ich glaube, ich werde mir immer irgendwas wünschen. Schon allein meinem Vater zuliebe. Wie gesagt, heute war die Volkshilfe da.
Die Haare sind relativ gut gewaschen. Glänzen auch schön. Und morgen kommt Sonja, die habe ich heute angerufen. Die hat aber heute keine Zeit. Wie erwartet, weil sie Wohnung einrichten. Und morgen um 1 gegen 1 kommt Sonja und macht mir die Haare, macht die abgegangenen Schellacknägel wieder drauf. Der ist abgegangen. Und der. Und verbringt ein bisschen Zeit mit mir, holt sich ihre Geschenke und wird dann zu ihrem Freund Weihnachten feiern. Ich feiere Weihnachten mit meiner Familie, meinen Geschwistern und meinen Eltern. Meine Mutter hat heute den Christbaum aufgeputzt. Also geschmückt, wenn ihr das Wort aufgeputzt nicht kennt. Und ich war heute mit meinem Vater Jahreskalender von der Gemeinde auszählen. Weil das immer am Jahresende der neue Jahreskalender für 2021 oder fürs nächste Jahr, je nachdem, ausgeteilt wird, wo der Müll Abfuhr, Daten drin sind und so weiter. Und mir geht's halt auch ganz gut. Weil es so extrem warm war, habe ich Kopfweh. Ich habe schon was dagegen genommen. Und bin ziemlich müde. Werde jetzt auch bald abschalten. Und ja, für den 23. Dezember haben wir 13 Grad oder 14 Grad gehabt heute. Oder 15, ich habe nicht genau geguckt. Jetzt haben wir noch 12 Grad. Und das ist schon extrem, also. Kein Schnee ist ja nichts Neues zu Weihnachten. Aber so viele Grade, so eine warme Temperatur, so einen Tag vor Weihnachten, das ist schon seltener wird. Soll noch einmal einer sagen, Klimaerwärmung gibt's nicht. Ich glaube schon. Naja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Lasst euch's gut gehen. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ciao.